Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play, mal mit hoffentlich jetzt mal Ingame Sound. Ich weiß noch gar nicht, was ich heute mache. Das Imperium Romanum Rom, ich glaube, ich muss jetzt mal auf Eis legen, weil da was mit dem Speichern nicht so hingehaut hat. So, jetzt muss ich mir was anderes aus überlegen. Ich würde mal sagen, wir machen mal das Schlachten-Tutorial. Da geht es dann darum, endlich mal einen kleinen Krieg zu führen. Aber man wird sehen. Müssen wir erst wieder warten, bis geladen ist. Ja. Okay. Aus der Ereigniskarte ziehen, das ist hier. Ja, also die Holzmauer müssen wir beenden. Wo ist jetzt das andere Teil? Ah, hier. Da. Das heißt jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen warten, bis das gebaut ist. Zum Angreifen, da sieht man hier auf der Karte schon die kleinen Punkte, die roten. Das wären die Barbarendörfer. Sind momentan friedlich, ekle Feindseligkeit, ja. Was die haben, sind Barbarenschützen und Schwerkämpfer. Was wir dann letztendlich haben, werden wir dann noch rausfinden. Davon gibt es zwei, einmal hier, einmal hier. Also hier auch noch. Ja. Weiterhin, also auf der Karte sieht man auch schön den Wall. Und halt das ganze Dorf mit Forum, Häusern, Lehmgrube und so. Wie man es halt kennt. Hier aber dann die Kaserne. Oh. Die Kaserne, die Stallung. Und die Schützenkaserne. Und dann gibt es halt noch das Tor. Den holst du dann eigentlich der Bart da unten. Das wäre noch ein Stein. Ball. Und dazu brauchen wir noch die zwei Sachen. Waffwerkstatt und Schmiede. Aber dazu kommen wir später. Genau. Und was man dann dazu noch braucht, ist Eisenerz. Also, falls das mal jemand spielt, wie man das alles aufbaut, kommt man später dazu. Nur jetzt ist halt noch wichtig, wenn man Waffen uns herstellen will, braucht man Eisenerz. Und dazu braucht man so Eisenerzstein, erkennt man den Klumpen. Dazu braucht man dann eine Eisenmine, baut man dann logisch hin. Da hätten wir die Steine, ich glaube, die sind für die Schützenkasernen, also für die Kasernen insgesamt nicht unbedingt notwendig. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Mauer hier fertig ist. Man sieht schon, da wird eifrig gearbeitet. Man kann das Ganze wieder schneller stellen. Und da ist halt das Tor. Ah, fertig. Und jetzt hier. Okay, ist alles fertig. Deswegen blinkt es auch. Dann haben wir es erledigt. Ich sage, es gab eine Schneiderei und eine Schmiede. Genau. Was ich noch vergessen habe. Wir haben ja gerade vorhin das angesehen. Schmiede und Waffenwerkstatt, glaube ich. Was man dazu noch braucht, ist natürlich eine Schneiderei. Weil man ja natürlich auch Rüstungen braucht. Für das Ganze. Deswegen bauen wir jetzt, ich denke mal, hier ist ganz gut eine Schneiderei. Da gibt man eine Schere. Na, hier habe ich gesagt, oder? Jetzt wollen wir nur anschauen, damit wir die anderen zwei Sachen auch noch schön daneben hinbringen.
Ich sehe nichts. Egal, da kommt das jetzt hin und fertig. Ja. Und als Schmiede hat es noch geheißen. Ne? Schmiede haben wir gerade vorhin schon angesehen. Ist das da? Autosaving. Ich glaube, das muss ich bei Gelegenheiten ausstellen, damit so ein Malheur wie letztes Mal bei der Aufnahme von dem Rom nicht mehr passiert. Sobald es fertig ist, stellen wir langsamer auf die mittlere Art. So, wieder fertig, erledigt. Bau eine Kaserne, bringt eine Einheit zu voller Stärke. Genau, also dazu muss ich dann auch wieder was erklären. Oh, ich bin heute nur am Erklären. Also Kaserne. Wo ist der Eingang? Ah, hier. So. Stellen wir wieder ein bisschen schneller. Also, wenn die Kaserne dann aufgebaut ist, ist nur die Hälfte von der maximalen Anzahl drin, das heißt 18. Wenn dann die Kaserne mit Stoff und so beliefert wird, erhöht sich das Ganze dann auf 36, das heißt, dann ist es auf voller Stärke. Wenn man jetzt natürlich dann auch drauf geht, dann sieht man es unten 18 und 36. Natürlich werden die Rohstoffe, wie gesagt, Stoff und Eisenwaffen, das wird in der Schmiede und in der Schneiderei gemacht. So, jetzt ist es vorhanden, jetzt wird es auch aufgestockt. Das kann man jetzt beobachten. Wie man dann angreift, da kommen wir auch noch dazu. Alles easy. Genau, wir sind schon wohl. 36 von 36, ich weiß ja, es auch blinkt. Ereignis gerade ziehen. Stimmt zu stehen, die Moral besteht ja. Das sieht man dann später im Kampf noch, da kann ich es besser erklären. Genau, von der Infotafel hier, also von dem da, kann man Befehle erteilen. Halt, ja, von der Infotafel dann später, hoppla. Also, wenn die Einheiten dann im Kampf sind, kann man die Infotafel dann ansehen und da. Aber das kann ich euch später auch noch erklären. Also, das ist das erste Barbarendorf, das müsste eigentlich das untere gleich sein. Das heißt, wir greifen das jetzt mal an. Deswegen müssen wir auf den Banden Einheit einsetzen. Das heißt, aber ich kann noch nicht angreifen. Also, ich muss jetzt 50 Meter von denen weg. Das wäre dann hier. Das heißt, die laufen jetzt hin. Ich habe es jetzt auf voller Geschwindigkeit, oder? Das heißt, die laufen jetzt hier raus. Gehen wir wieder langsamer. Unsere Infotafel. Wie gesagt, nächsten gegnerische Einheit angreifen. Das heißt, wenn die jetzt da sind, kann ich auf das klicken oder sie greifen mal alleine an. Dann ist mit der Formation, K-Formation und rückkehren und halt die Einheit bewegen. Das mit der Moral ist da. Wenn die Moral auf 500 oder zu 500 ist, dann ist es natürlich gut. Und die Anzahl von den Soldaten, also wenn die unter 10 ist, glaube ich, dann gehen die weg. Das heißt, das heißt, ich glaube, ich kann angreifen. Richtig, die greifen auch schon von selber an. Damit man das Gemetzel mal sieht, gehen wir jetzt ein bisschen weiter in den Kampf rein. Ich habe mir das selber noch nicht so genau angeschaut. Und wie man sieht, die Moral sinkt. Aber die Soldaten ja jetzt auch. Aber die Moral steigt auch. Also, das ist schon mal sehr positiv. Ja, um es zu zerstören, richtig. Das heißt, wenn jetzt ein Haufen drauf gehen, habe ich ein Problem. Ja, absolut. Wie viel sind es denn noch? Moralisch unter zwei, unter der Hälfte, das heißt, das ist schlecht. Und wir sind noch bei 27 Soldaten, das ist schon mal besser. Und die Gegner sind bei 15, das heißt, wir sind, glaube ich, in Übermacht. Oder liegt eine Leiche? Oder liegt eine Leiche?
Ich glaube, wenn es unter 10 sind, laufen sie davon. Das heißt, ich würde jetzt in 5, 4, 3, 2, 1 aus. Schade. Wie steht es bei uns? 23 von 36, wir sind gut dabei. Weglaufen. 5, 4. Aber die Moral ist ganz klar besser. 3. Und sie laufen weg. Moral flieht.